Und ein herzliches Willkommen zurück zum nächsten Part von Oxygen Not Included. Lange ist es her, die letzte Aufnahme. Mittlerweile gibt es ja das Moral-Update. Das heißt, die Leute haben jetzt einen, mehr oder weniger eine neue Kategorie oder Bedürfnis. Nämlich Moral. In dem Fall haben wir 21 von 4. 4 benötigen sie. 21 haben wir. Aktuell hat der Duplikant selbst plus 1, weil wir mehr wie einen haben. Und wir kriegen für die nächsten 8 Tageszyklen plus 20, damit nicht gleich alles den Bach runtergeht. Aber wie setzt sich das jetzt zusammen? Das können wir mal kurz ansprechen. Dadurch, dass jetzt die Berufe nicht mehr Nahrungsqualität erfordern, sondern jetzt Moral erfordern. Zum Beispiel benötigen die Leute, wo hier arbeiten, nur plus 4 Moral. Wenn man hier arbeitet, aber schon plus 8. So. Und jetzt muss man natürlich schauen, dass die Leute auch das haben, weil sonst sind sie sehr schnell unzufrieden und der Stress steigt enorm an. Aber wie kriegt man jetzt Moral? Gut. Ganz einfach gesehen, zum Beispiel durch die Räume. Ne? Also normaler Raum bringt nichts. Der hier bringt zum Beispiel plus 3 Moral. Der hier plus 1, auch nochmal plus 1, plus 1. Und der und so Gewächshaussachen bringen nichts. Erholungsraum wäre zum Beispiel noch was, da müssen wir auf jeden Fall Hand anlegen. Und auch eine Massageklinik, da müssen wir auf jeden Fall was machen. Also wir müssen uns jetzt dramatisch ausbreiten. Höchstwahrscheinlich nicht gerade in diese Richtung. Da ist ein wenig so Schleimlunge. Das ist nicht gerade günstig, habe ich festgestellt. Gibt eine Möglichkeit, das Wasser zu reinigen. Und wir haben doch hier mit Sicherheit, das kann auf jeden Fall mal gewischt werden. Das weg und da mal bitte wischen. Gut, das war natürlich relativ schlecht, ne? Ah, nur verschmutzter Sauerstoff. Okay. Des Weiteren, Stromnetz. Ja, müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir sind hier ziemlich ausgelastet. Ja, wir haben hier viel zu wenig Produktion. Das heißt, ihn hier müssen wir zerlegen. Schnellstmöglich. Lassen wir weiterlaufen, weil wir müssen hier umgehen. Einen neuen Kohlegenerator aufstellen. Weil wir produzieren einfach zu wenig Strom, dass wir uns hier überhaupt alles leisten könnten. Des Weiteren, wo ist das Sauerstoff? Sauerstoff-Layout, da müssen wir auf jeden Fall nachbessern. Mehr Akt. Also gut. Und da ist natürlich auch immer komisch, dass das während der Aufnahme direkt passiert, die Unterbrechungen. Ich würde mal sagen, das legen wir gleich mal auf 9 da fest. Die Tür da kann auf jeden Fall wieder auf die 5 zurück. Haben wir schon diesen... Okay, wir müssen mehr forschen auf jeden Fall. Und dann würden wir das jetzt mal... Temperatur Overlay. Okay, das heißt, nach oben hin ist es warm. Weiß gemäßigt, aber da will ich nicht unbedingt hin. Unten ist es heiß. Darüber müssen wir uns mal ausbreiten, auf jeden Fall. Könnt ihr das jetzt da bitte mal fertig bauen?
Dann kann das Kabel da weg. Achso. Das kann man aber nicht abholen. X war ja das. Nein. Das ist schon etwas länger wieder her. Und jetzt produzieren wir auch Strom und jetzt lädt sich das auch mal auf da. Läuft da nämlich auch mal alles. Und jetzt produzieren wir auch endlich mal ein bisschen mehr Sauerstoff. Aber der reicht höchstwahrscheinlich gar nicht, um da alles zu versorgen. Ne? Ja genau, viel zu viele Rohrabgänge, wo wir haben. Ja, da oben ist ja noch gar nicht angeschlossen. Unzugängliche Baustelle, ja gut, das ist klar. Wir müssen nämlich hier oben, da tun wir jetzt mal gleich graben. Weil da kann nämlich echt mal. Das sehen wir auch mal. So, beim Rausgehen wieder hinüberschauen. Dann bitte mal da darüber graben. Planen wir in diese. Bisschen zieht, muss ich heute wieder lernen. Wenn wir das nämlich gleich mal angehen, da ziehen wir die Leine. Auch da gleich fertig, weil dann können wir vielleicht in unseren na, dann machen wir die Quarantäne rein. Okay, einmal hier alles ausgraben. Und wir brauchen so ein bisschen mehr Lagerfläche. Sanitär. Okay. Base. Ah, und der muss natürlich. Ach ja, genau. Der darf nichts. Da soll ja alles drin sein. In dem Kühlschrank. Genau. Thank you.
Wie sieht das insgesamt aus mit Sauerstoff? Oh, das sieht dann gut aus. Forschen wir überhaupt aktuell? Ja. Dusche, Waschbecken, Toilette. Okay. Das brauchen wir auf jeden Fall dann auch. Ah, da drüben kommen wir nicht rein. Wie sieht das mit dem Fieder werden? Oh! Okay, sehr gut. Das heißt, da ziehen wir 20 ab. Sind wir bei 7? Da sind wir bei 5? Da sind wir bei 2? Da müssen wir auf jeden Fall was machen. Okay. Wir müssen diesen Massageraum fertigstellen. Wir werden mehr Ärmel, wir brauchen mehr Bänke da oben aufzusetzen. Essen. Möbel, Kantinentisch. Immer noch ein paar Tische hin. Nie verkehrt. Genau, mach die Tür fertig, die machen wir gleich mal auf dann. Unten haben wir Krankenbett. Das heißt, wir könnten da unten unsere Massageabteilung reinmachen. Brauchen wir da dazu? Massagetisch, Dekorationsgegenstand. Wir stellen erstmal zwei neue auf. Wo waren die jetzt wieder drin? Na, Massage. Und dann. Nee. Wo waren die Deko-Gebäude wieder drin? Haben wir die überhaupt? Die haben wir freigeschalten, genau. Stimme halt. Und dann sehen wir vielleicht auch mal ein bisschen mehr da drüben was. Das da unten bitte auch Priorität. Schließen wir den jetzt an. Das sind ja alleine schon Vollauslastung. Also gut. Was macht denn der? Andere wie dem, wo wir jetzt da stehen. Leistungstransformator. Also. Ja,
Ah, das ist ja sehr schön, dass wir da besser entstehen haben, als wir eigentlich haben könnten. Hat sich hier die Forschung zurückgesetzt? Nee, das ist jetzt anders, das ist jetzt da hinten drin. Auf einmal. Okay. Herr Spieler Karol, wir brauchen jetzt auf jeden Fall den Brummel. Da bitte ausgeladen. Schauen wir uns doch mal das Ganze hier an, wie sich das so alles verhält. Kann das und das da weg? Bitte den hier fertig bauen. Warum ist da noch mehr? Ach, wir sind jetzt oben. Okay. Jetzt haben wir aktuell natürlich keinen Sauerstoff mehr, ne? Forschung abgeschlossen. Dann würde ich sagen, schauen wir uns in der nächsten Folge mal die Luft hier an. Aber ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao.